Die Aufnahmen von der französischen Militärbasis auf Korsika sind verstörend. Mit Gurten wurde der Pilot an ein Ziel festgebunden. Über ihm fliegen Kampfflugzeuge hinweg. Auf dem Übungsplatz trainiert die französische Luftwaffe normalerweise das Abwerfen von Munition. Auch hier bei dieser Art von Ritual soll Munition abgefeuert worden sein. Auf den Aufnahmen jedoch nicht zu erkennen, erklärt der Anwalt des Piloten Frédéric Bernard. Sie schossen mit 30mm Granaten auf das Ziel, das sich am nächsten zu seinem Ziel befand. Danach nahmen sie ihn wieder mit und brachten ihn dazu, in gefesseltem Zustand zum Pickup zurückzuhüpfen. Dann wurde er zurück zur Kaserne gebracht, immer noch gefesselt. Und erst dann hat man seiner Tortur ein Ende gesetzt. Der Pilot hat nun Anklage erhoben. Ein Sprecher der französischen Luftwaffe bestätigte den Vorfall auf dem Militärflugplatz Solenzara und erklärte, dass eine interne Untersuchung eingeleitet wurde. Die Verantwortlichen hätten bereits eine Strafe erhalten, unter anderem Kasernenarrest. Der Sprecher stritt jedoch ab, dass der Pilot sich in Gefahr befand. Demnach stammte das Munitionsfeuer von einer Übung in der Nähe. Die Geschosse, die dem Piloten am nächsten kamen, waren rund 1 Kilometer entfernt. Für Bernard ist hingegen klar, dass das Leben seines Mandanten aufs Spiel gesetzt wurde. Natürlich war sein Leben in Gefahr. Wir wissen zudem, dass das Schrapnell der 30mm Sprenggranaten manchmal über mehrere hundert Meter weggeschleudert wird. Manchmal sogar über 1,5 Kilometer, wie ich gehört habe. Mein Mandant hätte also durchaus von Splittern getroffen werden können, die eines seiner Gliedmaßen hätten trennen können, was ihn hätte töten können. Zudem besteht immer die Gefahr, dass Fehler gemacht werden. Und Menschen, die so handeln, können keine sehr erfahrenen Profis sein. Jetzt mal im Ernst. Der Vorfall passierte bereits im März 2019, kurz nachdem der Pilot dorthin versetzt worden war. Laut Bernard wollte sein Mandant die Militärbehörden zunächst nicht herausfordern. Dann aber beschloss er Ende 2020 mit seinen Vorgesetzten zu sprechen. Und als er von der in seinen Augen nicht angemessenen Strafe hörte, entschied er sich zur Anzeige.